Ja, herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Und es geht jetzt um den perfekten Verkaufstext, um die perfekte Headline. Und ich möchte gleich jetzt hier zu Beginn mit etwas aufräumen. Das ist jetzt eine knallharte Aussage, aber den gibt es einfach nicht. Es gibt den perfekten Verkaufstext nicht, es gibt die perfekte Headline nicht. Es gibt sehr wohl Produkte, die man sich dazu kaufen kann. Es gibt einige Vorschläge, es gibt Formeln, wie man das erstellt. Aber Fakt ist, beinharter Fakt ist, man muss den Verkaufstext oder die Headline immer testen, um zu sehen, wie erfolgreich diese ist. Das werden Sie mir jetzt vielleicht nicht glauben, aber ich möchte hier jetzt vielleicht mal einige Beispiele sagen, dass Sie erkennen, dass es doch so ist. Ich zum Beispiel habe mir vor einiger Zeit mal so ein Infoprodukt gekauft, wo ein wirklich erfolgreicher Coach und Trainer, der, ja, ich sag mal, ein bisschen Kleingeld verdient hat oder ziemlich viel Kleingeld sogar mit Verkaufstexten und so weiter. Und seine Schüler hatten ihn einmal beauftragt und gesagt: Lieber Tom, wir werden jetzt sehr erfolgreich werden und das hat folgenden Grund, weil wir jetzt eine Zeitungsanzeige schalten werden. Und wir wissen genau aus dem Grund, dass wir erfolgreich werden, weil du uns diesen Text verfassen wirst. Der sagte ganz einfach: Naja, da werden wir mal schauen, wie weit wir da kommen. Denn er kann es auch nie genau sagen, ob dieser Text erfolgreich wird oder nicht. Und da möchte ich jetzt, wie ich schon zuvor jetzt gesagt habe, auf einige Beispiele hinzukommen. Vielleicht ist es Ihnen ja auch persönlich schon mal so ergangen. Ich zum Beispiel bin einer, der gerne mal Witze erzählt, weil es irgendwie passt gesellschaftlich, weil man irgendwo beisammen sitzt oder beim Ausgehen und es in der Runde passt. Dann erzähle ich mal gerne einen Witz. Dann, Sie kennen sicher diese Situation, dann fängt der nächste an und wieder der nächste. Und es ist eigentlich nie so, dass ich, wenn ich einen Witz gehört habe und der hat mir sehr gut gefallen und ich erzähle ihn dann in diesem Moment, dann ist es meistens so, dass der nicht sehr gut ankommt, obwohl ich mir selber gedacht habe, das ist jetzt sicher ein Knaller, dieser Witz. Und andererseits passiert es auch wieder oft so, dass man eben auch einfach einen Witz erzählen will, weil eben die anderen schon angefangen haben und es fällt einem irgendeiner ein, den man vielleicht irgendwann mal gehört hat und man erwartet es dann gar nicht, aber plötzlich lacht alles und man denkt sich, ja, dann finde ich eigentlich gar nicht jetzt so gut. Und ja, aber genau darum geht es. Man kann es einfach nicht sagen, wie gut etwas ankommt oder nicht. Wenn Sie jetzt irgendwie eine Headline schreiben und einen Verkaufstext und Sie denken sich, wow, das ist es, der muss jetzt einschlagen, das muss noch gar nichts heißen. Schalten Sie sich hier selber aus. Nehmen Sie sich hier selber wirklich mal zurück und testen Sie auch Texte oder Headlines, die Ihnen vielleicht jetzt nicht so gut vorkommen. Das sind meistens die, die wirklich erfolgreich werden oder sehr oft ist es so. Dann ist ein weiterer Tipp, den ich gehört habe und der wirklich stimmt, wie man solche guten Headlines oder Texte erkennt. Machen Sie in Zukunft, wenn Sie auf der Straße unterwegs sind oder in einem Restaurant sitzen oder so, immer die Augen auf. Es gibt irgendwo so lustige Tafel oder vielleicht steht irgendwo was auf eine Wand gekritzelt und so weiter. Wenn Ihnen so etwas ins Auge sticht und Sie das vielleicht amüsant finden oder interessant, dann merken Sie sich das und versuchen Sie das auch für Ihr Business zu verwenden. Das funktioniert wirklich, denn zum Spaß hat sie auch nicht Ihre Aufmerksamkeit erfasst. Das ist ein toller Tipp und man kann eigentlich täglich oder vielleicht minütlich, egal wo man unterwegs ist, tolle Ideen finden. Einfach in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr das Auge offen haben, dann kann man auch hier ganz, ganz tolle Dinge aufsammeln. Und noch einmal zurückzukommen, habe ich jetzt zuerst vergessen, dass man eben nie genau sagen kann, wenn etwas erfolgreich wird. Vielleicht haben Sie ja auch schon mal diese ultimative Charger One gesehen, die es da gibt, auf einem deutschen Sender. Ich weiß jetzt gar nicht, wo, Sat.1 oder so, spielt jetzt aber auch keine Rolle. Da gibt es ja dann die ultimative Chacho, die 100 besten Top-Hits aller Zeiten und so weiter in verschiedenen Kategorien. Und auch hier ist es mir aufgefallen, dass viele Interpreten, die mit ihren erfolgreichen Hits dann interviewt werden, die vielleicht schon 20, 30 Jahre alt sind, diese Hits, dass diese im Interview dann oft sagen, dass sie eigentlich gar nicht damit gerechnet haben, dass dieser spezielle Hit so erfolgreich wurde. Das ist mir sehr oft aufgefallen. Wenn Sie es auch gesehen haben, dann vielleicht rufen Sie sich das mal in Ihre Erinnerung zurück, dann wird Ihnen das sicher auch aufgefallen sein.
Ist wirklich interessant. Auch bei der Verwendung der Bandnamen ist das oft auf ganz komische Art und Weise aus dem Nichts heraus passiert, dass plötzlich eine Idee da war, und das sind auch alles Namen, die heute ein jeder kennt. Also der klare Tipp für heute ist einfach testen. Nicht immer selber überlegen, kann ich das jetzt veröffentlichen, diesen Text oder nicht. Wenn das steht, raus damit ins Internet, das habe ich auch schon in anderen Videos gesagt. Jetzt heute ein bisschen zu einem anderen Thema, aber man kann es nie genau sagen, bevor man es nicht getestet hat. Also, deutsche Gründlichkeit, ich sage es nochmal, kommt auch von einem anderen Video. Eliminieren Sie diese, einfach raus damit und sehen Sie, was für Ergebnisse rauskommen. Das ist der heutige Tipp, und ja, hier gilt es auch wieder für immer: Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Sie können mir auch gerne hier drunter die Kommentare posten und das Video auch teilen auf Social Media, wenn Sie möchten. Ja, das war's eigentlich von mir. Sie finden auch sicher hier irgendwo den Link, wo Sie nur mit einem Klick meinen Kanal abonnieren können. Tun Sie auch das, wenn Sie Updates erhalten wollen in Zukunft, wenn ein neues Video kommt. Ja, und das war es jetzt wirklich von mir. Hab mich gefreut, und ich freue mich auch aufs nächste Video. Wiedersehen.